Willkommen auf dem Stand von Mercedes-Benz hier auf der CES in Las Vegas 2020. Warum ich hier von Bildern aus dem Film Avatar umgeben bin, was sich hinter dem Namen AVTR, dem Konzept von Mercedes, versteckt und wie die Zukunft der Mobilität hier aussieht bei Mercedes-Benz, das schauen wir uns heute an. Ja, wir arbeiten hier mit dem Team von Jim Cameron zusammen. Das ist das Team hinter dem Film Avatar. Das sind auch Visionäre in der Filmindustrie. Die nutzen Technologie, um wirklich spektakuläres Entertainment zu machen. Und das verbindet uns, dass wir beide versuchen, Technologie zu pushen. Was sind so die Grenzen? Was kann man Neues machen? Und da lässt man die Fantasie wirklich den freien Lauf. Aber es ist nicht das Einzige. Auch dieses Auto und der Film Avatar steht für Nachhaltigkeit. Also die Symbiose zwischen Mensch und Natur. Dass wir das im Einklang miteinander bringen wollen. So hier treffen zwei wirkliche Tech- und Innovationsfirmen aufeinander, die auch die gleiche Philosophie in Sachen Nachhaltigkeit teilen. So, neben mir ist jetzt Gordon Wagner, Chefdesigner von Mercedes. Gordon, wir sehen ja hier dieses stark überzeichnete Konzept, AVTR. Was ist so dein Topic an diesem Ding und was ist das Schöne an der Kooperation mit Avatar? Ja, der Topic ist, wie du weißt, immer das Ganze. Ich glaube, das Auto ist ein Gesamtkunstwerk, was es so noch nicht gegeben hat. Was ist eine Komposition aus Exter, Inter und vor allem dem User Interaction System, was einen merged mit dem Car eins werden lässt mit dem Auto und das Auto sich sozusagen harmonisch in das ganze Ecosystem einprägt. All die Ideen, die aus dem Avatar kommen, werden hier transformiert in ein Auto. Auch von der Formsprache her bringt das unsere Central Purity Philosophy nochmal auf einen neuen Level. Harmonischen Level, aber alles, was wir machen, ist immer about beauty and sex appeal. Und so ist auch dieses Auto. Wenn wir uns die Designsprache des Konzepts hier anschauen, dann stellt man fest, das ist tatsächlich richtig neu, sehr futuristisch und interessant ist aber hier trotz allem, sehe ich, wenn ich mir die Front zum Beispiel anschaue, sofort, dass das Fahrzeug zur Mercedes EQ-Familie gehört. Das liegt zum einen an den Farben, zum anderen auch an den Formen, die hier genutzt werden. Auf der anderen Seite sehe ich hier aber auch sofort, wenn ich mir die Proportionen anschaue mit dem kleinen Stern und der großen Fläche, Dinge, die ich kenne von den Supersportwagen von Mercedes aus den 70er und 80er Jahren. Und damit finde ich hier beim Konzept eigentlich beides, nämlich zum einen die Historie der Marke und zur anderen Seite aber auch die ferne Zukunft. Ein wichtiges Thema bei diesem Konzept ist, wie erlebt der Benutzer, der Fahrer den Innenraum oder das Auto in der Zukunft? Und das lasse ich mir jetzt hier mal an dem Konzept, an dem Innenraumkonzept vom Fachmann erklären. Das Erste, was auffällig ist, ist, dass die traditionellen User Experience Elemente verschwunden sind. Wir haben keine traditionellen Displays mehr, keine traditionellen Knöpfe. Alles ist verschmolzen und eins mit das Interieur. Was auch verschwunden ist, ist das Lenkrad. Stattdessen haben wir dieses Zentralelement, womit wir das Fahrzeug zum Leben erwecken können, aber auch ansteuern. Da dass es über ein Autonom-Konzept geht, brauchen wir nicht die völlige Lenkkontrolle darüber zu machen, aber können pur unsere Fahrt beeinflussen. Beschleunigen, Entschleunigen, Spurwechsel. Das ist das Einzige, was wir da so brauchen in die Zukunft, wenn Autos autonom fahren würden. Und wenn wir darüber sprechen, wie der Insasse so diese Welt erlebt, was macht die besonders? Was zeichnet die aus? Zuerst, dass dieses Fahrzeug eine Erweiterung ist von dich als Insassen. Es gibt dir eine Erweiterung von deinen Sinnen und zeigt dich somit der Welt mit zusätzlichen Inhalten. Es zeigt dir Dinge, die du als Mensch nicht normalerweise sehen kannst. Zum Beispiel verschiedene Naturkräfte, Wind, Magnetismus. Man kann verschiedene interessante Sehenswürdigkeiten nochmal im Detail anschauen, aber kann auch in ganz andere Welten springen. Wirklich wichtig und neu ist hier auch das Thema Bedienung, denn ich habe hier im Endeffekt über eine Projektion Menüs auf der Hand und die kann ich einfach durch schließende Hand aktivieren, kann dann andere Untermenüs auswählen und auch da mich wieder wirklich in eine neue Welt dirigieren. Und das Interessante ist, dass ich eine Rückmeldung aus meinem Sitz kriege über die Vibration, wenn ich hier eine Aktion ausübe. Also wirklich mal was Neues. Ob es in der Zukunft auch so funktioniert, das wird sich wohl zeigen. Das Konzept AVTR hier, das ist natürlich ein Blick in die weite Zukunft. Das heißt, das Fahrzeug ist überzeichnet, es soll wirklich uns zeigen, wohin geht die Reise eventuell einmal. Aber was ist eigentlich nötig, um die Zukunft des Fahrzeugs, die Zukunft der Mobilität zu kreieren? Und darüber spreche ich jetzt mit dem Entwicklungschef von Mercedes.
Zunächst ist es sehr wichtig, dass wir emotionale Produkte kreieren, die emotional den Kunden ansprechen, sei es das Exterior, Interior oder die digitalen Features eines Fahrzeugs. Die zweite wichtige Säule für mich sind die Innovationen. Wir sind Erfinder des Automobils und wir sind Erben und tragen dieses Erbe in die Zukunft. Das heißt, Innovation ist für uns elementar wichtig, um in die Zukunft zu gehen. Nachhaltigkeit ist für mich die dritte wichtige Säule. Nachhaltigkeit ist für uns ein zentraler Baustein, um erfolgreich Fahrzeuge zu verkaufen in der Zukunft. Wichtig für uns ist die Nutzung der Digitalisierung als vierte wichtige Säule in der Zukunft. Digitalisierung bei der Entstehung des Fahrzeuges. Die Fahrzeuge entstehen in einer digitalen Welt, sehr spät in physischen Materialien. Aber es geht auch um die digitalen Produkte, die entstehen. Es sind nicht nur physische Produkte wie dieses Fahrzeug hier, sondern vor allen Dingen auch die digitalen Produkte, die in einer App-Welt entstehen oder die Dienste, die verbunden sind mit einem Fahrzeug. Und alles in allem, die fünfte und wichtigste Säule vielleicht ist Excellence. Es ist Excellence in allen Prozessen und das ist in unseren Genen, exzellent zu arbeiten und ein exzellentes Business abzuliefern, ein exzellentes Produkt. Ja, Nachhaltigkeit ist eine zentrale Säule für uns. Und als erstes das Thema Klimaneutralität ist für uns eine wichtige Säule, CO2-Neutralität, aber auch Emissionsfreiheit. Es geht weiter, es geht um den Ressourcenverbrauch und den Ressourcenverbrauch der Fahrzeuge zu limitieren, zu reduzieren. Einerseits durch Reduzierung, andererseits durch Reuse und Recycling. Und wir haben die Idee einer Circular Economy, dass wir am Ende einen geschlossenen Kreislauf kreieren, in dem wir Fahrzeuge produzieren. Beim Thema Zukunft der Mobilität und in dem Fall Elektromobilität ist natürlich das Thema Batterie, sag mal, das Schlüsselthema. Und da ist einfach wichtig zu wissen, ein Großteil dieser Batterie-Bauteile ist heute schon recycelbar. Und viel wichtiger, denke ich, ist zu wissen, die Batterie wird sich komplett verändern. Es ist zum Beispiel jetzt schon so, dass wir wissen, dass irgendwann Silikon zum Beispiel Kohlenstoff ersetzen wird. Wir haben bei den Batterien heute das große Problem, dass wir einen flüssigen Stoff in der Batterie haben, als Leiter quasi, der aber durch einen Feststoff ersetzt werden soll. Was dann passiert ist folgendes, die Batteriezelle muss nicht mehr gekapselt sein, weil nichts mehr auslaufen kann. Und die Batterie als Batteriepaket muss auch nicht mehr so stark geschützt werden, weil a, dieser Stoff dann nicht mehr brennbar ist und b, auch dort eben keine Flüssigkeit austreten können. Das spart Gewicht. Außerdem ganz wichtig ist zu wissen, bereits in 5 Jahren soll es soweit sein, dass wir bei den Batterien darüber reden, dass zum Beispiel die Kosten der Produktion ungefähr bei einem Fünftel von heute liegen, aber trotzdem die Kapazitäten massiv steigen. Und wenn wir uns die echte, sag mal, weiter entfernte Zukunft der Batterie anschauen, dann soll quasi alles ersetzt werden, was dort, sag mal, an Ressourcen drinne oder genutzt wird, was auch selten ist, wie zum Beispiel Nickel, Kobalt und so weiter. Man sagt, in bereits 20 Jahren soll die Batterie voll organisch sein und damit ist sie eben nicht nur recycelbar, sondern im Grunde genommen sogar kompostierbar. Ein wichtiges Thema bei dem Design der Zukunft ist ganz klar Nachhaltigkeit. Und das sieht man auch sehr schön bei den verwendeten Materialien. So haben wir hier zum Beispiel eine Oberfläche, die wir finden. Die fühlt sich ein bisschen an wie Wildleder, ist aber tatsächlich recycelter Kunststoff. Das sind die Oberflächen, die wir im Auto finden. Wenn wir weitergehen, dann sehen wir hier eine Oberfläche, sieht ein bisschen aus wie Holz, fühlt sich auch ganz ähnlich an wie diese offenporigen Holzsorten, die man im Auto findet, ist aber tatsächlich eine Liane. Und das heißt, das Material kann mehr oder weniger im Urwald aufgesammelt werden. Dadurch wird der Urwald sogar noch aufgeräumt und wird dann verarbeitet zu einer sehr schönen Oberfläche. Wenn wir weiter gucken, dann finden wir hier einen Stoff. Fühlt sich ja wie ein grober Stoff an. Das sind aber tatsächlich Materialien, auch hier komplett recycelt, nämlich aus Plastikflaschen. Und dieses Material, das ist das, was wir auf der Rückseite der Sitze unseres Konzeptfahrzeugs finden. Ein schönes Beispiel für das Inspiriertsein durch den Film Avatar sind hier die 33 Flaps auf dem Heck des Fahrzeugs. Sie sind individuell einstellbar und die können zum Beispiel nicht nur ihre Position verändern und dadurch die Aerodynamik des Fahrzeugs verändern, sondern sie sind auch beleuchtet und können damit zum Beispiel die Stimmung des Fahrers tatsächlich nach außen tragen, zeigen aber auch an, wird das Fahrzeug langsamer, wird schneller, biegt es ab, wechselt es die Spur. Also wirklich interaktiv, das heißt, das Auto erwacht hier tatsächlich am Heck zum Leben. Was man hier sehr schön sehen kann, ist zum Beispiel, wie sehr der Film die Designer inspiriert hat. Wenn wir uns zum Beispiel die Form der Sitze hier anschauen, die sind nachempfunden im Endeffekt der Form der Hängematten im Film. Das heißt, wir haben diese richtig schöne runde Form. Und ganz wichtig, um so eine Kokon-Atmosphäre zu kriegen, haben wir zum Beispiel auf den Rücksitzen auch diese Verbindung zwischen dem Rücksitz und wieder dem oberen Teil der Kopfstütze des Vordersitzes. Einfach so einen umschlossenen, gemütlichen Raum zu finden. Außerdem ein ganz wichtiger Aspekt ist das Thema der Mittelkonsole. Dieses Fließen der Mittelkonsole in das Armaturenbrett, das ist der Form des Baums nachempfunden, nämlich der Übergang quasi vom Stamm in die Äste. Also eine sehr homogene Geschichte, die wir aus der Natur bereits kennen. Und so entstehen dann solche Formen, die zum Teil auch die Designer erschrecken, weil hier zum Beispiel haben wir einen Bereich, der geht von der Mittelkonsole
einfach ohne irgendeine Kante in die A-Säule über. Sowas gab es vorher, soweit ich weiß, noch nie. Das Konzept AVTR hier am Mercedes-Stand auf der CES in Las Vegas ist wirklich ein Blick in die weit entfernte Zukunft der Mobilität. Und was mir am Auto richtig gut gefällt, ist, wie sehr Mercedes und die Designer sich hier haben inspirieren lassen von dem Film Avatar und wie manche Dinge, wie detailgetreu und wie viel Leidenschaft sie umgesetzt wurden. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen, dass eben dieser weite Blick auch dafür sorgt, dass wir vielleicht viele Dinge niemals in der Serienproduktion finden werden. Aber ob das so ist oder nicht, das werden wir eben auch erst in der Zukunft erfahren.